Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute am Flow Trail Siegen und wisst ihr was? Gerade eben hier geparkt und dann ist auf einmal der Emil da. Da vorne läuft er. Einfach direkt von weitem erkannt wegen den roten Klamotten und dem roten Helm. Ja, wir laufen gerade hoch. Ich bin schon komplett fertig. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier aussieht, ob das Ganze easy peasy ist. Wir laufen mal hoch und dann melde ich mich am Startpunkt. So Leute, wir sind oben angekommen. Hinten im Hintergrund ist der Startpunkt und ja, wir legen jetzt direkt los. Ich bin sehr gespannt, also sehr idyllisch, coole Aussicht hier. Und ja, ich würde sagen, begeben wir uns auf die erste Abfahrt. Wir sehen uns auf der GoPro. Und dann ging es auch schon los zur ersten Abfahrt. Auch hier habe ich wieder ein paar Leute getroffen, die mich schon von YouTube kannten. Nochmal Grüße an euch. Ich freue mich immer sehr, wenn wir immer Zeit finden, kurz mal zu quatschen. Ja, Flow Trail Siegen, 3,5 Kilometer Abfahrt, zwei Varianten. Schon gar nicht mal so übel für so eine Strecke, die eigentlich ja kein Bikepark ist und für jeden einfach frei zugänglich. Nein. Für mich war es auf jeden Fall heute wieder so eine kleine Challenge. Ich habe durch diese Veränderung, dass der Lockdown weg ist, einfach so wenig Zeit zum Biken mittlerweile, dass ich jedes Mal, wenn ich aufs Fahrrad steige, wieder denke, scheiße, du bist einfach so ewig nicht Fahrrad gefahren. Wie ging das jetzt nochmal alles? Was muss man machen? Und so weiter und so fort. Also ich hoffe, dass vielleicht durch die Sommerferien einfach ein bisschen mehr Zeit demnächst ist, dass man wieder regelmäßig aufs Fahrrad steigen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr einfach seitdem der Lockdown vorbei ist, was ja eigentlich gut ist, einfach aber weniger Zeit fürs Biken bleibt, was irgendwie sehr, sehr traurig ist. Der Flow Trail Siegen ist übrigens wirklich, meiner Meinung nach zumindest, für jedes Level geeignet. Das heißt, du musst natürlich schon ein bisschen fahren können, aber du kannst auch jedes Hindernis eigentlich überrollen. Gerade die blaue Line ist so einfach, dass Lia tatsächlich die letzte Abfahrt mit dem Hardtail darunter gefahren ist und sie ist einfach wirklich jetzt nicht irgendwie Mountainbike-affin oder so. Aber trotzdem konnte sie, ohne großartig absteigen zu müssen, einfach ganz normal runterfahren, und das zeigt mir auf jeden Fall, dass für jeden hier was dabei ist und für jeden irgendwie das Ganze machbar ist. Auch für Leute, die ein bisschen mehr wollen und auch ein bisschen springen wollen, gibt es natürlich ein paar Tables, ein paar Gaps, ein paar Doubles, und ich glaube, dass hier jeder eigentlich auf seine Kosten kommen wird. Weiter geht's. Wichtig noch zu erwähnen, der Flow Trail Siegen hat tatsächlich Öffnungszeiten und ich glaube, dass man sich auch an diese unbedingt halten sollte. Vielleicht geht es da auch um Anwohner und um Ruhe und so ein bisschen so weiter und so fort. Deswegen checkt auf jeden Fall die Öffnungszeiten, die aktuell sind. Auf der Homepage findet ihr eigentlich alle Infos, die ihr so braucht, wenn ihr hier mal den Flow Trail Siegen besuchen wollt. Puh. Ah, geht. Rein und dann Step up raus.
aber die Hitze. Ja, ist voll matschig. Nach der letzten Uphill-Passage hier kamen wir dann zu dem Spot, der eigentlich in den Videos am meisten gefahren wird. Und hier sind echt ein paar ganz schön angelegte Sprünge mit so einem Table, wo in der Mitte wie so ein kleines Gap ist, aber wo man einfach auch drüber rollen könnte. So eine Sharkfin, ein paar Drops und am Ende noch ein etwas größerer Table. Digga, sowas habe ich ja gar nicht erwartet. Scheiße. Ey, ab diesem Holzstufen. Ja. Ich dachte, das ist flach. Und es gibt. Und dann geht's so rechts lang und dann habt ihr so wie. Ey. Oh, ich dachte, ich fliege jeden Moment links runter. Okay. Nach den ersten Streckenabschnitten fühlte ich mich dann auch immer besser und besser. Und auch der große Double, der neu gebaut worden ist, ist tatsächlich überrollbar. Ich habe ihn in ein paar Videos gesehen, da war noch nicht dieses Holzding oben drauf, aber jetzt ist da etwas drüber gebaut worden, dass auch Anfänger einfach drüber rollen könnten. Ja, kann man machen. Der letzte Streckenabschnitt unterteilt sich dann auch nochmal in Blau und Rot. Da kann man sich dann entscheiden, möchte man die einfache oder die etwas schwierige Variante nehmen. Und dann stand der Uphill an. Und ich sag euch, Leute, ich war echt fertig, als ich dann wieder oben war. Grüße gehen raus an Marc. Wir müssen vielleicht wirklich mal zusammen ein bisschen Ausdauertraining machen, damit ich da ein bisschen fitter werde. Ja. So Leute, erste Abfahrt gemacht. Jetzt ist die große Frage, erstmal, wie lange dauert es jetzt hoch? Jetzt gerade erstmal am Schieben. Wie lange sind wir runtergefahren? Schon 10 Minuten oder so, ne? Ja, locker. Also 10 Minuten locker ist die Abfahrt. Jetzt mal gucken, wie lange wir hoch brauchen. Es gibt hier ein paar coole Features. Ein paar Sachen sind ein bisschen komisch gebaut irgendwie, aber ist ja auch alles hier nicht kommerziell, sondern alles Vereinsstrecke. Deswegen trotzdem Props an alle, die es gebaut haben. Also als ich einmal helfen war in Olpe, habe ich gesehen, wie viel Arbeit sowas ist. Auf geht's, berghoch. Ja Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ich mir ein E-Bike holen soll. Weil ich so einfach überholt hier. Auf. Okay, so Leute, sind jetzt fast oben, ultra anstrengend hoch. Ja, wir haben aber auch wahrscheinlich wieder fast 30 Grad. Abfahrt, ja, gute 10 Minuten hoch, schieben und fahren 30, ungefähr wahrscheinlich 20 bis 30. Ich würde sagen, E-Bike wäre auf jeden Fall ratsam.
erste Runde geschafft. Wir fahren jetzt gleich noch einmal runter. Im Prinzip könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen wie der Ho Chi Minh-Fahrt mit bisschen mehr Sprüngen und viel anstrengender und länger wieder hoch. Ich würde jetzt sagen, vom Spaßfaktor kann man das gut verbinden, wenn man sowieso eine Tour irgendwie gemacht hat oder so. Aber extra, nur für den Spot zu kommen, ist wahrscheinlich ein bisschen krass anstrengend, außer du hast ein E-Bike mit dabei. Wir machen jetzt kurz Pause und dann fahren wir noch eine Runde runter. Zweite Abfahrt läuft schon wesentlich besser. Ich muss sagen, von ganz oben würde ich nicht nochmal fahren. Aber so der dritte, ab dem dritten Abschnitt fängt an Bock zu machen. Das war hier der Uphill-Part und jetzt wird es ein bisschen spannender. So ein bisschen wie in einem Bikepark. Man kann immer diese kleinen Stops hier machen zwischen den Dingern. Nur die einzelnen Passagen fahren und vielleicht auch nur eine einzelne Passage zurückschieben. Puh. E-Bike. Ich kann nicht mehr. So Leute, wir laufen jetzt zurück zum Auto. Das war's für heute vom Flowtrail Siegen. Ja, freut mich, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Lasst mir gerne ein Abo da. Oh. Ja, ich kann gar nicht mehr viel sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Checkt auch hier bei Emil ab, Instagram. Der direkt am Anfang markiert. Lea Lee. Yes. Checkt ab. Flowtrail Siegen. Checkt die auch ab. Lasst ein paar Spenden da auf der Website. Ich gehe mal davon aus, man kann was spenden. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.